Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Heute geht es nach Portland, Oregon. Da erleben wir, wie Dex Perius auf der Suche nach einem Baby ist. Und was es mit diesem Baby genau auf sich hat, das gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Band geht es heute, Stumptown Band Nummer 2. Der Fall des Babys im Samtkoffer. Ja, der ist jetzt gerade beim Splitter Verlag erschienen. Der hat mir auch freundlicherweise dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, damit ich euch den einmal vorstellen kann. Vielen Dank einmal dafür. Und der kommt wie gewohnt in diesem US-Hardcover, die wir so von Splitter kennen. Hat 144 Seiten. Und liegt bei einem Preis von 22 Euro. Das ist Band Nummer 2. Den ersten habe ich euch schon mal vorgestellt. Und insgesamt sind das 4 Bände, die da erscheinen werden. Der dritte, der kommt irgendwann, ich meine im April 2022 ist der angekündigt. Und genau, hier haben jetzt die gleichen Leute mitgewirkt wie auch im Band 1. Einmal Greg Rucka, den viele von euch eben kennen. Matthew Southworth und Rico Rancy. Die drei haben auch alle schon bei Band 1 mit zusammengearbeitet und präsentieren uns hier einen neuen Fall von Dex Perius. Im Band 1 haben wir Dex kennengelernt und das war auch ein ganz interessanter Fall, war auch für sich abgeschlossen eben. Und hier in Band Nummer 2 hat Dex jetzt ein ihr neues Büro aufgemacht und ist das am Einrichten und wartet darauf, dass eben nach und nach irgendwie vielleicht dann auch mal Leute hinkommen und sie beauftragen für neue Fälle. Und so geschieht es jetzt hier, dass sie Besuch von einer jungen Dame bekommt, vom Meme Brecker, einer Frau, die in einer Band spielt, Tailhook heißt die, und sie vermisst etwas. Sie kommt zu Dex, sagt so, hey, ich vermisse da mein Baby, bitte such nach ihr. Und sie winkt da mit den fetten Scheinen rum und Dex sagt so, ja, alles klar, mache ich, und findet dann heraus, dass mit Baby kein richtiges Baby gemeint ist, sondern die Gitarre der guten Frau. Und diese Gitarre ist wohl halt sehr kostbar für sie, besonderes Einzelstück. Dadurch, dass die Band bekannt ist, geht man auch davon aus, dass die Gitarre einen gewissen Wert haben könnte. Und so fängt sie an zu ermitteln, ne, wer eventuell wo zuletzt diese Gitarre hatte oder gesehen hat, und findet dann heraus, dass nicht nur Baby, die Gitarre, ein Teil davon ist, was vermisst wird, sondern eben, dass da auch noch was anderes gesucht wird von anderen Personen. Und dass das Ganze so ein bisschen in die Drogen-DEA-Richtung geht. Und mehr möchte ich auch zu dem Fall so gar nicht sagen. Wen die Story jetzt so interessiert hat, der sollte hier am besten mal in Band Nummer 2 selber reinlesen. Und ja, mir hat er sehr gut gefallen. Also mir persönlich hat die Story noch mal besser gefallen als in Teil 1. Weil ich irgendwie fand, die war hier so ein bisschen klarer erzählt. Also wir haben hier nicht dauernd irgendwelche Zeitsprünge. Wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute Struktur der Story hier aufgebaut. Ich persönlich mag sehr gerne so die rockigere Richtung. Von daher hat mich das mit der Gitarre auch so ein bisschen angefixt. Also alle, die vielleicht grundsätzlich mit Musik und auch mit Rock so ein bisschen was zu tun haben, für die wird das auch so, ich denke mal, ein ganz guter Aufhänger sein. Und noch dazu eben haben wir hier, was die Zeichnung angeht, den gleichen Stil wieder wie auch eben in Band 1. Und der passt einfach. Also der passt wunderbar, wenn man hier halt mal guckt, ne, das Rockkonzert, wie das so dargestellt eben ist. Ne? Oder insgesamt hier, wenn wir Dex haben, die in ihrer Detektei da gerade alles einrichtet. Also der Zeichenstil finde ich nach wie vor, der hat irgendwie sowas Roughes, sowas Grobes auch, wenn man hier jetzt mal guckt. Und was ganz besonders hier drin sehr, sehr besonders ist und was ich auch sehr cool fand, weil es auch so filmisch einfach daherkommt. Also Stumptown wurde ja auch schon als TV-Serie umgesetzt. Die kann man, wenn man möchte, bei Disney Plus gucken. Kobe Smulders spielt da die Dex Perius, also Kobe Smulders kennen viele aus Avengers, wo sie ja Maria Hill spielt, oder eben auch How I Met Your Mother, wo sie dann Robin
spielt. Und was ich hier richtig cool fand, hier haben wir eine richtig geile Verfolgungsjagd drin. Und ja, wo kommen wir denn? Da. Und dann macht dieser Band halt so eine Besonderheit, dass er halt, das haben wir auch schon mal bei Swamp Thing und so gesehen, dass er hier so kippt. Also dass man ihn so auf die Seite drehen kann. Ne? Also hier haben wir es noch normal, hier haben wir es dann so. Und dann haben wir die ganzen Seiten, die dann kommen, tatsächlich so gekippt. Und ich finde, dadurch, dass das, also dadurch, dass wir hier zum Beispiel einen schwarzen Balken haben und hier unten auch, wirkt das Ganze total filmisch. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wow, irre. Ne? Der hat jetzt auf einmal von so ganz normalen Ermittlungen in so ein Action-Segment, in so ein Verfolgungsjagd-Segment ist er reingegangen und wie gesagt, er kippt diese ganze Szenerie und es wirkt einfach total filmisch. Also auch so, dass ich sagen kann, das hat er in diesem Moment gefühlt auch gebraucht, dass wir das Format wechseln, ne? Dass wir es nicht so haben, sondern so gehen, weil dadurch, dass das Ganze breiter aufgezogen wird von den Panels oder insgesamt von der Gesamtseite, wirkt das Ganze einfach nochmal anders. Ne? Dann kippt es wieder zur normalen Szenerie, dann fällt jemand hin, dann wechselt das wieder. Ne? Und es ist einfach nur cool. Ne? Also auch das hier, das erinnert einen irgendwie schon fast so ein bisschen hier, nur noch 60 Sekunden, wer den Film mal gesehen hat mit Nick Cage. Also ich fand es sehr, sehr schön von der Idee, sowas zu machen. Also mit dem Kippen, mit dem anderen Format. Und gut, später kehrt es natürlich wieder zu den normalen zurück, aber hat Spaß gemacht. War eine kreative Idee, ein kreativer Einfall hier. Und Band Nummer 2 kann ich nur empfehlen, ist auch wieder abgeschlossener Fall. Also man könnte auch, wenn man den ersten gar nicht gelesen hat, einfach auch mit dem zweiten einsteigen. Da fehlt einem jetzt nicht wirklich was drin. Und ja, also ne, das war's so zu meiner Review. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, kennt ihr vielleicht die TV-Serie Stumptown? Habt ihr da schon mal reingeguckt? Ich habe die erste Folge gesehen, hat mir ganz gut gefallen. Mal gucken, die ist ja leider nach einer Staffel abgesetzt worden. Also da wird nichts Neues kommen. Ich glaube, die hat so 19 oder 20 Folgen. Aber immerhin, ne, wir haben ja auch, was die Comics angeht, und die haben das Ganze ja begründet, haben wir ja auch nur 4. Aber ich finde es nicht verkehrt. Ne? Also es sind ganz interessante Crime-Fälle. Man merkt auch, die sind so konzipiert, dass man die halt als filmische Umsetzung, also am besten wirklich TV-Serie umsetzen kann. Also das merkt man vom Lesen her auch schon, finde ich. Ja, und, oder schreibt auch gerne in die Kommentare unten rein, ob ihr den hier gelesen habt und wie der euch gefallen hat. Ob euch Band 1 oder Band 2 besser gefallen hat. Ja, gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Daumen da. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Ingo, ciao.